Als ich mir diese Woche Gedanken darüber gemacht habe, ja, was könnte ich denn jetzt noch so spontan heute am Sonntag darüber predigen, ist mir der Satz in den Sinn gekommen: Das Licht ist viel stärker als Dunkelheit. Aus dem Lied von Dan Zeltner, das ist bei uns der Hit in der Adventszeit. Unsere Jungs haben das entdeckt und hören das sehr oft, das Lied. Und Noemi hat es dann auch noch zu einem Bild, ein Bild dazu gemacht, das seht ihr auch noch genau. Das ist ein 30x30 Bild, das bei uns im Gang hängt und uns an das erinnert. Das Licht ist viel stärker als Dunkelheit. Und beim Thema Dunkelheit habe ich dann auch noch so darüber nachgedacht, was mir noch so in Sinn kommt aus meiner Kindheit. Ich weiss noch, wir haben eine Zeit lang in Basel gewohnt. Ich war etwa 10 dort und wir haben in so einem alten Haus gewohnt, im dritten Stock oben. Und ich musste dann manchmal in den Keller runter, etwas holen. Und das Beängstigende war, dass man so eine Tür aufmachen musste, um nachher noch in den Keller runterzugehen. Und wenn man die Tür aufgemacht hat, war das einfach, vor allem in der dunklen Jahreszeit, einfach so ein schwarzes Loch gewesen. Und man hätte dann schon Licht machen können, aber einfach der Moment war immer sehr beängstigend, gewesen, so in ein schwarzes Loch runterzuschauen. Und mit dem Licht ist es dann natürlich schon gegangen. Aber was ich fast noch schlimmer gefunden habe, war dann der Rückweg gewesen. Weil ich habe dann das Licht gelöscht und die Türen zugemacht und dann die drei Stöcke wieder rauf, zu oberst rauf, wo wir gewohnt haben, bin ich ganz schnell raufgerannt, weil ich immer mir vorgestellt habe, dass mir ein wildes Tier hinterher rennt. Also das sind so Erinnerungen von mir an die Dunkelheit. Und ich kann das gut nachvollziehen, was ja die Kerzen nicht gut nachvollziehen können, dass man Angst haben in der Dunkelheit. Wie schon gehört, wir machen uns in diesen Wochen Gedanken darüber, ja, was ist das Geheimnis von Weihnachten? Das Geheimnis hinter Weihnachten, hinter dem, was man so auf den ersten Blick sieht, an Lichter und Geschenken und schöne Familienfest. Was ist das Geheimnis dahinter? Und wir haben schon gehört davon in den letzten Wochen, dass es um ein Warten geht, um ein Erwarten aufs Wirken und das Eingreifen von Gott. Und dann letzte Woche haben wir davon gehört, dass es um ein Geschenk geht, wo Gott uns schenkt, Gott mit uns, ist das grösste Geschenk von Weihnachten. Und heute machen wir uns noch Gedanken über das Licht. Weil so wie bei den Geschenken, säkulare Variante von Weihnachten einiges richtig mitbekommen hat und eben viel Geschenke verteilt an Weihnachten, so ist ja auch Licht ein ganz wichtiges Thema in dieser Jahreszeit, in der Adventszeit, in dem dunklen Dezember. Und tatsächlich hat es an Weihnachten geht's ganz fest um das Thema vom Licht. Und ich behaupte mal, dass egal, was man für ein Mensch ist, egal, was man glaubt, egal, ob man an die Geschichte von Weihnachten glaubt, ob man an Jesus glaubt oder nicht, jeder von uns hat Sehnsucht nach Licht, hat Sehnsucht, dass Dunkelheit durch Licht ersetzt wird. Darum hängen überall die Lichtchen und man hängt sie in die Strassen und man versucht, die Häuser zu erhellen und daheim tut man Kerzen anzünden in dieser Jahreszeit, weil wir eine Sehnsucht haben nach Licht. Und die Bibel sagt uns jetzt, oder der Anspruch der Bibel ist, dass sie sagt, an Weihnachten ist das wahre Licht von dieser Welt in diese Welt hineingekommen. Und der Johannes, der formuliert das so in seinem Evangelium, er sagt, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Und die Ankündigung von dem Licht finden wir eben schon in dem bekannten Text beim Jesaja, den wir gerade gehört haben in der Lesung. Und wir werden uns heute ein bisschen Gedanken darüber machen, über einerseits die Realität von der Dunkelheit, aber auch über die Kraft vom Licht. Und ich werde anfangen mit der Realität von der Dunkelheit. Es wird jetzt also vielleicht ein bisschen düster in den nächsten paar Minuten, weil wir uns Gedanken machen über die Dunkelheit. Der Jesaja fängt eben seine Ankündigung so an. Er sagt, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Wenn die Bibel von Dunkelheit redet, wenn der Begriff vorkommt, dann sind verschiedene Sachen gemeint, aber zuerst einfach einmal das Böse. Die Macht vom Bösen, das Böse an sich, wird als Dunkelheit beschrieben in der Bibel. Und zur Zeit vom Jesaja und bis weit eigentlich in unsere Zeit, in die Neuzeit, hat man
ist man davon ausgegangen, dass es das Böse gibt, dass es eine Macht gibt vom Bösen. Heutzutage leben wir in einer Zeit, wo uns das nicht mehr so angenehm ist, über das zu reden. Wir reden nicht gern über das Böse, wir reden nicht gern über Dunkelheit. Aber die Realität ist, dass es ja in unserer Welt, und da sage ich nichts völlig Überraschendes, dass es in unserer Welt ganz viel Dunkelheit und ganz viel Böses gibt. Mir scheint es, dass wir irgendwie so als Welt ja von einer Krise in die nächste hinein uns bewegen. Irgendwie, wir haben eine Finanzkrise gehabt vor ein paar Jahren. Wir haben immer noch eine Umweltkrise, die wir aber gar nicht mehr vielleicht so wahrnehmen. Wir sind natürlich in dieser omnipräsenten Corona-Krise drin. Und dann gibt es ja so viele Krisen, die wir gar nicht mehr so wahrnehmen. Zum Beispiel, dass es eine Flüchtlingskrise gibt vor der Tür von Europa. Oder dass es eine humanitäre Krise gibt in Syrien oder eine im Sudan oder eine in Afghanistan. Das nehmen wir gar nicht mehr so wahr. Aber Fakt ist, dass wir in einer Welt leben, wo man x so Krisen könnte aufzählen. Und vielleicht sind die grossen Krisen uns manchmal ein bisschen weit weg und wir nehmen die in unserem eigenen kleinen Leben gar nicht so wahr oder sie treffen uns gar nicht so direkt. Aber wir müssen ja nicht weit gehen, um persönliche Krisen zu kennen. Viele von uns kennen Leute, die zum Beispiel mit unheilbaren Krankheiten zu kämpfen haben, mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Oder wir kennen Leute, die vielleicht in zerbrochenen Beziehungen leben. Das ist Dunkelheit, das ist eine Krise. Oder wo sonst mit Herausforderungen zu kämpfen haben. In den letzten Wochen haben mir meine Eltern, die in Westafrika leben, einige Mal erzählt und geschrieben, dass sie beobachten, wie Leute in ihrem Umfeld, die zum Glauben kommen an Jesus, in dem relativ streng islamischen Umfeld oder animistischen Umfeld auch massiv unter Druck kommen, von ihren Familien, von ihrer Community. Und sie erleben, wie so Leute wirklich gemobbt werden, wie sie unter Druck gesetzt werden, wie sie sogar müssen manchmal ums Leben, um ihr eigenes Leben und das Leben von ihren Nächsten fürchten. Und ich glaube, so in so einer Dunkelheit sind wir drin. Von den grossen Krisen bis hin zu den persönlichen, einzelnen Krisen. Und ich werde dir die Frage heute einfach stellen. Was hast du für dich das Gefühl? Ist vielleicht deine persönliche Dunkelheit, wo du gerade drin bist? Manchmal ist so eine Dunkelheit, auch so ein Nebel in unserem Leben, vielleicht irgendeine Wut, vielleicht irgendein Zorn, vielleicht irgendeine Bitterkeit, die wir schon lange mit uns umtragen. Es kann auch eine Sucht sein, die so wie ein dunkler Schatten einfach über unserem Leben hängt und wir werden nicht frei von dieser Sucht. Oder wir kämpfen vielleicht mit dem Gefühl, dass wir abgelehnt werden oder dass wir missverstanden werden oder dass wir nicht gesehen werden, dass wir nicht gebraucht werden. Das kann alles so eine Dunkelheit sein, die unser Leben überschattet. Oder eben du kämpfst mit gesundheitlichen Problemen, mit psychischer Erkrankung. Auch da kann so eine Dunkelheit sein in unserem Leben. So ein Schatten, der wie alles überschattet, was wir machen und leben. Und dann ist ja die grosse Frage, okay, wenn man in so einer Not drin ist, wenn man so eine Dunkelheit vielleicht um sich sieht oder spürt, wo sucht man Linderung? Wo suchen wir nach einer Lösung? Und da finden wir jetzt die zweite Bedeutung. Wenn die Bibel von Dunkelheit redet, redet sie nicht nur vom Bösen oder von der Macht vom Bösen, sondern auch, ich sage mal, von der Ignoranz von Gott. Also, dass Menschen sich nicht interessieren für Gott, dass sie Gott ignorieren, dass sie nicht zu ihm schauen oder auf ihn hoffen in der Dunkelheit. Gerade im Kapitel vorher, also Kapitel 8 im Jesaja-Buch, wird Folgendes beschrieben oder schreibt der Jesaja: Diejenigen werden müde und hungrig im Land umherirren. Hungrige Menschen werden zornig und verfluchen ihren König und ihren Gott. Sie schauen nach oben und wieder zur Erde. Dort sehen sie Kummer, Verzweiflung und bedrängendes Dunkel. Sie werden in die Finsternis hinausgestoßen werden. Jetzt vielleicht nicht so einen schönen adventlichen, weihnachtlichen Text. Aber da werden jetzt offensichtlich Menschen beschrieben, die in einer Dunkelheit leben, die in einer Not leben, die leiden. Und was machen sie? Sie schauen zuerst auf. Es scheint, wie wenn sie einen Moment auf Gott hoffen,
Aber es ist nur ein Moment und dann schauen sie wieder runter. Sie schauen wieder auf die Erde, sie schauen auf die Welt um sich herum, auf das, was um sie herum passiert. Und ich glaube, dass sie, das ist die zweite Herausforderung von der Dunkelheit, dass Menschen ignorieren, dass Gott ihnen helfen könnte. Sie versuchen die Lösung, wir versuchen so oft die Lösung in uns selber zu finden. Wir versuchen selber irgendetwas in Ordnung zu bringen. Wir glauben, dass das Licht für die Lösungen von unseren Problemen in uns selber drinsteckt. Und das ist in unserer Welt, hier im Westen, das Erbe von den letzten, ich sage mal 200, 250 Jahren von der Aufklärung, von der technischen Revolution. Wir haben so viel geschafft und so viel erreicht in unserer Welt, dass wir der Überzeugung sind, dass wir die Lösung für alles in uns selber finden. Wir sind zu dem Punkt gekommen, wo wir denken, das Licht ist in uns selber, das Licht ist in unserem Verstand, in unserer Genialität, in einer nächsten Erfindung. Dort ist das Licht für Dunkelheit in dieser Welt. Und wir schauen auf Experten, wir schauen auf Wissenschaftler, wir schauen auf Politiker, damit Licht in eine gewisse Dunkelheit hineinkommen kann. Und ich will an dieser Stelle überhaupt nicht irgendwie die Errungenschaften von der Technik und von der Aufklärung und so klein machen. Also ich bin sehr froh, dass wir nicht im Winter ums Feuerli herumhocken und in irgendwelchen ungeheizten Holzhütli leben. Also ich bin schon sehr froh um den technischen Fortschritt. Ich bin auch froh, dass wir nicht mit Brieftauben kommunizieren müssen, sondern dass wir das Internet haben und so weiter. Ich bin auch sehr froh, dass wir nicht mit Ross und Wagen unterwegs sind. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin Fan von technischem Fortschritt. Aber trotz aller technischer Entwicklung, trotz aller Aufklärung, scheint es, wie wenn Dunkelheit immer noch sehr real ist, sehr präsent ist in unserer Welt. Wir haben es wie nicht fertig gebracht, trotz allem Fortschritt, den Krisen, den persönlichen Krisen und der Dunkelheit Herr zu werden. Und das Faszinierende jetzt an dieser Jesaja-Stelle, an dieser Verheißung auf Weihnachten hin, an dieser Prophetie auf Weihnachten hin, ist, dass sie sehr eine realistische Sicht von der Welt hat. Und auch Weihnachten hat sehr eine realistische Sicht auf die Welt. Die Bibel teilt nicht die Ansicht der Optimisten, die sagt, es braucht einfach noch ein bisschen mehr Anstrengung, noch eine Erfindung mehr, noch eine Entdeckung mehr und dann... Und dann haben wir endlich Einheit und Frieden und Friede, Freude, Eierkuchen auf dieser Welt. Das ist das, was die Optimisten sagen. Und diese Sicht teilt die Bibel nicht, dass es einfach besser wird, wenn wir uns ein bisschen mehr Mühe geben. Aber die Bibel teilt auch nicht die Ansicht der Pessimisten. Das sind die, die sagen, es wird alles schlimmer im Sinn von, ihr kennt sicher so die dystopischen Visionen von der Zukunft. Die sind ja gerade so in diesen Teenie-Büchern mega beliebt gewesen in den letzten Jahren. So die Tribute von Panem und wie die alle geheissen haben. Und ganz viele Netflix-Serien gibt es noch, wo es eigentlich darum geht, dass irgendwie ein gewaltiger Krieg gibt, irgendetwas. Und am Schluss lebt man dann einfach noch so irgendwie auf einem komischen kleinen Stückchen Erde. Es haben nur ein paar wenige überlebt und draussen wimmelt es von irgendwelchen komischen Leuten und so. Auch diese Sicht, die sehr pessimistische Sicht von der Zukunft, auch die teilt die Bibel nicht. Die Bibel hat eine realistische Sicht, die eben nochmal zum Ausdruck kommt in dem Vers 1. Ich lese den nochmal. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Der Jesaja sagt da, und das hat sich bis in unsere Zeit hineingehalten, ja, es hat viel Dunkelheit in unserer Welt. Es gibt viel Böses, auch noch in unserer Zeit. Aber es gibt auch Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil es Licht in die Welt hineingekommen ist. Nicht, das ist noch wichtig hier zu beachten, das heisst hier nicht, und es ist ein Licht aus uns selber rausgekommen. Die Menschen haben endlich das Licht in sich selber entdeckt. Sondern es heisst, es ist ein Licht aufgeschonnen über dieser Dunkelheit. Das Licht von außen ist in die Welt hineingekommen. Das ist die Hoffnung, die die Bibel hat. Das ist die Hoffnung von Weihnachten. Dass es ein Licht gibt, das stärker ist als Dunkelheit. Also das ist das Erste, die Realität von der Dunkelheit. Und im zweiten Teil wird jetzt noch über die Kraft vom Licht reden.
Weil in den nächsten Versen wird dann die Kraft vom Licht erläutert oder beschrieben. Es heißt im Vers 4, alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ich finde das so faszinierend. Der Gegensatz, den Jesaja da beschreibt, der könnte nicht extremer sein. Auf der einen Seite wird das Böse nochmal so richtig dargestellt mit dieser Beschreibung von diesen dröhnenden Soldatenstiefeln, von diesen blutgetränkten Kleidern. Man kann sich Dunkelheit und das Böse so richtig vorstellen. Und auf der anderen Seite ist die Rede von einem Kind, von einem neugeborenen Kind. Und die Prophezeiung, die da der Jesaja ausgesprochen hat, hat seine Erfüllung gefunden in der Geburt von Jesus, in der Geburt von dem kleinen Kind in dem Stall. Aber das Kind steht eben auch für das Neue, für das Hoffnungsvolle, für das unverdorbene Leben. Und in diesen Vers finden wir drei Aspekte vom Licht. Also Licht könnte man auch gleichsetzen mit Sonne, mit dem Sonnenlicht. Und Sonnenlicht hat sicher drei ganz wichtige Eigenschaften, nämlich Licht bedeutet Leben, Licht bedeutet Wort und Licht bedeutet Schönheit. Und über diese drei möchte ich noch kurz etwas sagen. Licht bedeutet zuerst einfach einmal Leben. Wir könnten auf dieser Welt ja nicht leben ohne Licht. Wir könnten nicht leben ohne Sonnenlicht. Wir könnten nichts ernten, es würde nichts wachsen. Auch wir Menschen brauchen ja Sonnenlicht zum Leben. Wenn man immer in Dunkelheit lebt, ist das sehr, sehr ungesund. Und die Verheißung da ist, dass Jesus das Leben schenkt, ein Licht in unser Leben wird schenken, wo Leben bringt. Er wird uns lebendig machen. Ganz neu. Und die Frage ist vielleicht, ja, was ist das für ein Leben, das Jesus uns denn schenkt? Wenn wir vielleicht an ein Leben denken, an ein erfülltes Leben, dann kommen uns vielleicht so Sachen in Sinn wie genügend Geld oder ein schönes und gemütliches Haus und kein Problem und kein Stress und vielleicht ein bisschen Luxus und einfach ein angenehmes Leben. Aber das Leben, das Jesus schenkt, ist wie ein kleines Kind, das in dieser Welt auftaucht. Wir können das Leben und die Kraft und die Veränderung, die Gott schenkt, können wir glatt übersehen. Weil es sich nicht aufdrängt, weil es nicht mit Macht kommt, mit dieser Art von Macht, sondern sehr unscheinbar. Direkt vor dem Text Jesaja 9, der bekannte Text, heißt es noch im letzten Vers, Kapitel 8 bei Jesaja: Doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Zebulon und das Land Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan, zu Ehren kommen. Jesus taucht nicht im Machtzentrum auf. Er taucht nicht in Jerusalem auf, dort, wo man die Könige erwartet hat, dort, wo man die Pharisäer erwartet hat und die Schriftgelehrten und die wichtigen Leute von der Zeit. Er taucht nicht in Jerusalem auf, sondern er taucht im Norden auf, in Galiläa. Das war das Gebiet, wo eben früher Naphtali und Zebulon ursprünglich ihres Stammesgebiet hatten. Und Jesus taucht nicht im Zentrum auf, im Machtzentrum, sondern am Rand, dort, wo es niemand erwartet hätte. Und Gott taucht als Baby auf. Und so ist eben das Leben, das Gott schenkt. Wir können es glatt verpassen. Es ist so unscheinbar wie ein kleines Baby. Es ist so unauffällig wie etwas, das am Rand
irgendwo in einem Gebiet, wo niemand so richtig interessiert, stattfindet. So unauffällig ist das Leben, das Jesus schenkt. Und wir können es glatt vergessen, verpassen. Er drängt sich nicht auf. Aber genau das ist die Art von Gott. Gott liebt es, Macht und Kraft und Veränderung in die Welt zu bringen, durch Wege, die wir nie erwartet hätten. Und wenn ihr heute nicht viel mitnehmt von der Predigt, diesen Satz müsst ihr mitnehmen. Gott liebt es, Macht und Kraft und Veränderung in unser Leben hineinzubringen, durch Wege, die wir nicht erwartet hätten. Und das kann auch für dein Leben eine ganz grosse Zusage sein. Wir sehnen uns vielleicht nach einer gewissen Art von Leben. Wir sehnen uns vielleicht nach Einfluss oder nach Reichtum oder nach Luxus. Oder wir meinen, das Leben, das Gott verspricht, sei eine gewisse Form, eine gewisse Art. Aber an Weihnachten zeigt Gott, dass das Leben, das er schenkt, eben wie ein Baby ist, das in einem Stall auf die Welt kommt. Eine Verheißung von neuem Leben, eine Verheißung von Hoffnung, eine Verheißung von unverdorbenem Leben, das aber kann übersehen werden kann, das links liegen gelassen werden kann. Gott lässt uns ein, dort in einem Stall sein Licht und sein Leben und seine Kraft zu entdecken. Das erste Licht bedeutet Leben. Das zweite bedeutet, von Licht ist, dass es Wort bedeutet. Oder wenn es dunkel ist und wir fahren Auto, was machen wir? In der Regel, wir schalten das Licht ein oder das Licht schaltet automatisch ein. Oder bei den heutigen Autos passiert das schon automatisch. Die haben gelernt. Weil wir brauchen Licht, um die Wort zu sehen. Wir müssen ja sehen, was da ist. Sonst fahren wir irgendwo rein. Licht bedeutet Wort. Und es bedeutet auch Wort im übertragenen Sinn. Wenn Licht in unser Leben hineinkommt, wenn Sachen sichtbar werden, wenn sie klar werden, dann wissen wir, woran wir sind. Wenn wir irgendwelche Symptome haben, vielleicht von einer Krankheit, und wir einen Doktor haben, der uns sagen kann, ja, das ist die und die Krankheit, dann ist Wort in unser Leben hineingekommen und die Unsicherheit, was da vielleicht für ein Problem ist in unserem Leben, ist weg. Natürlich, wenn sie eine schlimme Krankheit ist, ist es nicht wirklich eine gute Nachricht. Aber Licht bringt Wort, es bringt Klarheit in unser Leben hinein. Und dann gibt es ja auch Bereiche in unserem Leben, wo wir vielleicht lieber haben, dass sie ein bisschen im Dunkeln bleiben. Wir ziehen es vielleicht vor, dass nicht alle Leute unsere geheimsten Gedanken kennen. Wir ziehen es vielleicht vor, dass gewisse Taten immer im Dunkeln bleiben. Verbrechen werden meistens in aller Regel in der Dunkelheit verübt. Ein Einbruch passiert meistens in der Nacht oder im Dunkeln, weil man eben nicht will, dass das ans Licht kommt. Das ist relativ klar. Von Jesus heisst jetzt aber in diesem Vers, in dieser Beschreibung, dass er als Friedenfürst in die Welt hineinkommt. Das heisst, Jesus bringt nicht das Licht in die Welt hinein, er bringt auch nicht das Licht in dein Leben hinein, um dich bloßzustellen. Um irgendetwas offen zu legen, wo du nicht willst, dass die Leute um dich herum wissen. Er kommt nicht, um dich bloßzustellen oder dich fertig zu machen oder dich zu strafen, sondern er bringt Licht und Wort in dein Leben hinein, um Heilung und Wiederherstellung und Frieden in dein Leben zu bringen. Er will nicht dein Leben durchleuchten, damit er dich strafen kann. Er will nicht dein Leben durchleuchten, damit du bloßgestellt wirst, sondern dass er Frieden und Heilung und Hoffnung in dein Leben bringen kann. Der Johannes beschreibt das ganz treffend. Er schreibt, er, also Jesus, von Jesus ist da drin, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Es braucht beides. Und das Licht von Jesus ist beides in unserem Leben. Es ist einerseits Wort, aber es ist auch Gnade. Es ist das Licht, das vielleicht aufdeckt, was auch an Schlechtem oder an Dunklem in unserem Leben da ist. Und es ist gleichzeitig ein warmes Licht, ein Licht voller Gnade. Es sind die ausbreiteten, offenen Arme vom Vater, der uns erwartet und sagt, ja, ich weiß,
um die Wahrheit in deinem Leben. Ich weiss vielleicht auch um die Dunkelheit in deinem Leben. Aber ich will dir Hoffnung, ich will dir Heilung, ich will dir eine Zukunft schenken. Das ist die Wahrheit, die durch das Licht von Jesus in unser Leben hineinkommt. Also das ist, Licht steht für Leben, Licht steht für Wahrheit und als drittes Licht bedeutet auch noch Schönheit. Es ist erst durchs Licht, es ist erst durchs Sonnenlicht, dass wir Schönheit zum Beispiel in der Natur wahrnehmen. Wenn es stockdunkel ist, es kann auch schön sein in seiner Art und Weise, aber wenn die Sonne reinbricht, dann wird Schönheit sichtbar. Erst im Licht werden Sachen, wird Natur, werden Menschen, wird unsere Umgebung sichtbar, dass wir Schönheit sehen können. Und in dieser Beschreibung, im Jesaja heisst auch noch, dass Jesus, dass das Baby wird ein wunderbarer Ratgeber sein. Und Jesus ist der wunderbare Ratgeber, weil er uns wieder auf die Schönheit vom Leben hinweisen kann. Er wird unseren Ratgeber sein, der uns in ein Leben hineinführt, das voller Schönheit ist. Nicht oberflächliche, nicht kitschige Schönheit, aber die Schönheit, die unser Herz erfüllt mit einer tiefen Sehnsucht. Die Schönheit, die wir erleben, wenn wir vielleicht irgendwo einen Moment haben von wunderbarer Gemeinschaft mit Freunden oder wo wir erleben, vielleicht in einem Gottesdienst, wo Gott zu uns redet oder einen Moment von der Schönheit, wo wir irgendwo einen schönen Sonnenuntergang sehen. Jesus will ein Ratgeber sein, der uns in so ein Leben hineinführt oder zurückführt. Jetzt mit dem Ratgeber, ich bin nicht so Fan von Ratgeber, weil ich denke immer, die wissen ja gar nicht, wie sie in meinem Leben aussieht, die sagen mir vielleicht einfach irgendetwas. Jesus ist ein wunderbarer Ratgeber, weil er das Leben selber miterlebt hat. Er ist in die Welt hineingekommen und hat all die Versuchungen, all die Schwierigkeiten, all das Böse und Dunkle, wo wir vielleicht auch erleben, hat er am eigenen Leib und in einer sehr intensiven Art miterlebt. Und darum kann er ein wunderbarer Ratgeber sein. Darum kann er uns den Weg weisen zu einem Leben voller Licht, voller Wort und voller Schönheit. Er ist das Licht, das in die Welt hineinkommt. Und er will das Licht in unser Leben hinein strahlen lassen, ganz neu. Der Kampf vom Licht gegen Dunkelheit, das ist ja so ein episches Thema, auch in ganz vielen Filmen. Und darum liebe ich eigentlich so Filme. Und der Kampf von Licht gegen Dunkelheit ist auch im Leben von Jesus bis zum Schluss ein Thema gewesen. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist und nahe am Tod dran war, heisst es im Matthäus-Evangelium, um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Und das ist nicht nur eine Dunkelheit, es war eine Dunkelheit, wo eben das Böse nochmal so richtig die volle Kraft entwickelt hat. Es war nicht nur einfach, dass die Sonne irgendwie weg war, sondern es war eine böse Dunkelheit. Und in dem Moment hat es ausgesehen, wie wenn einmal mehr Dunkelheit gewonnen hätte. Und schau, es mag dir in deinem Leben manchmal so vorkommen, dass du denkst, und am Schluss geht doch irgendwie gleich immer das Dunkle. Und Freunde, diese Woche habe ich gedacht, bin ich mir so vorgekommen. Und die letzten Wochen bin ich mir ein bisschen so vorgekommen. Wir haben daheim so oft mit kranken Kindern zu kämpfen gehabt. Und wir stehen fast jeden Morgen auf und sind einfach dankbar, dass wir gesunde Kinder haben, weil wir irgendwie die letzten Wochen immer ein bisschen Angst hatten, sie sind wieder krank. Und ich habe manchmal gedacht, wieso kann das nicht aufhören? Und diese Woche habe ich gedacht, und wieso muss das blöde Corona da sein, dass wir nicht einmal unser tolles Weihnachtsmusical aufführen können? Und manchmal scheint es in unserem Leben, wie eine Dunkelheit immer das letzte Wort hat. Und vielleicht geht es dir in deinem Leben auch so. Und du hast das Gefühl, es ist gleich immer die Dunkelheit, die geht. Und hier am Kreuz war genau der Moment, wo man auch das Gefühl hatte, ja, Jesus hat ein gutes Leben geführt und er hat Wunder da, aber wer geht am Schluss? Es ist Dunkelheit. Aber es war nicht das letzte Wort.
Jesus ist von den Toten auferstanden. Und darum hat die Dunkelheit nicht das letzte Wort. Und darum ist die Verheißung von Weihnachten, dass Licht in die Dunkelheit hineinkommt. So dunkel wie die Dunkelheit mag sein, das Licht von Gott, das Licht von dieser Welt, das Licht von Jesus, wo an Ostern gesiegt hat, kommt in die Welt hinein. Und es mag dunkel sein in unserer Welt. Es mag vielleicht auch heute Morgen gerade dunkel sein in deiner persönlichen Welt. Aber es gibt Hoffnung, weil das Licht in die Welt hineingekommen ist. Und weil das Licht immer stärker ist als Dunkelheit. Und nachher, wenn wir in neue Lobpreiszeit hineingehen, möchte ich dich einladen, dass du in einem Moment einfach in dich hineinlässt. Und schaust, was ist da für Dunkelheit vielleicht in deinem Leben? Und dass du die Dunkelheit vielleicht gerade heute ans Licht bringst. Und du kannst das machen, indem du für dich betest. Du kannst das machen, indem du vielleicht mit deinem Sitznachbar oder mit einem Freund, der da im Saal ist oder gerade nahe bei dir ist, betest. Oder du kannst auch nachher zu jemandem gehen, der parat ist vom Gebetsteam hinten, da im Saal und auch draußen im Foyer, sind so ein Badge an und du kannst zu diesen Leuten gehen und vielleicht einfach beten, dass irgendeinem Bereich Licht mag in dein Leben hineinkommen. Lasst uns die Zeit nachher brauchen, um wirklich Licht in unser Leben hineinfliessen lassen, ganz neu, vom Heiligen Geist. Ich werde noch beten. Jesus, und ich danke dir, dass du in die Welt hineingekommen bist, als Licht von dieser Welt. Und Jesus, danke, dass wir nicht müssen, die Realität von der Dunkelheit in unserer Welt verneinen. Wir müssen nicht irgendwo einfach so tun, wie wenn alles gut wäre. Wir müssen nicht so tun, wie wenn wir alles im Griff hätten. Wir müssen nicht so tun, wie wenn wir die Lösungen für alles haben. Jesus, und du weißt, wo dass wir Dunkelheit haben in unserem Leben. Und es kann bei jedem von uns so unterschiedlich aussehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich gerade jetzt für den Moment, wo wir hier zusammen sind oder wo Leute zulassen von daheim aus, dass du Licht hineinbringst in unser Leben hinein. Dass du Licht hineinbringst in Dunkelheit in unserem Leben. Dass du Licht hineinbringst in die Dunkelheit dieser Welt. Jesus, wir brauchen dein Licht. Und wir brauchen ganz neu, dass du mit deinem Leben, dass du mit deiner Worte, dass du mit deiner Schönheit unser Leben flutest und ausfüllst. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.